Herzlich willkommen zu der nächsten Let's Play-Folge von Far Cry Primal. Mein Name ist Hochnummer Wanderler und ich begrüße jeden einzelnen von euch da draußen und hoffe, euch geht es gut. Wie ihr schon gemerkt habt, hier, ja, ich bin wieder in unserem eigenen Dorf zurückgekehrt. In der letzten Folge, für die Leute, die das interessant finden, in der letzten Folge haben wir die letzte Izilla-Maske gefunden und abgenommen von dieser Hütte dort oben. Und die letzte Teichehand sogar auch und eine kleine Dorfmission. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was wir heute so hier bei Far Cry Primal so erledigen müssen. Also hier erstmal eine Dorfmission. Wir quatschen die einfach mal an. Halhu chauha shaisham. Udubus nash. Paiska balkauti hawaida. Ma paiska misharma dansh. Napals nasha. Tasu wantar takar. Uwadar sujar pursauqua. Hat dann schon bei Swideta. Sie schau hat dai daisha. Oha, okay. Ein Beißfisch. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Da unten ist auch sogar noch eine Dorfmission. Warpati, da winja sak. Hey, was geht ab? Restzeit. Maura winja yakal nim shalash. Udam tar schwas. Winja palhu sashwalpa. Usaidam shambar takar. Okay, er weiß Bescheid. Auch diese Mission wurde zum Kartenmenü hinzugefügt. Heiß, heiß, heiß. So, jetzt gehen wir einmal hier rum. Was gibt's denn hier? Oh, er ist noch gefangen. Reden wir einfach mit ihm. Mal schauen, was er zu sagen hat. Oh, ich soll ihm helfen. Er will eine Hütte. Okay, schauen wir mal. Was braucht er? Gut, haben wir alles. Roshanis Hütte, Upgrade 1 machen wir jetzt. Roshanis Hütte verbessert. Belohnung, Izilla-Fähigkeiten und 1500 XP. Okay. Ja gut, Herrn, herzlich willkommen im Venia-Dorf. Du bist jetzt einer von uns, langsam. Südstein und Südahorn benötigt er. Südstein, wir merken uns das am besten. Südstein und Südahorn. Jetzt gehen wir mal rein hier. Izilai wenja schnar hinacha, mupacharsch. Kwai wenja schnar. Machi gua marsch ham guanarsch. Shuta mutashla damsha daharsch. Quai winjasnar. Proberte. Sahina charge. Proberte. Susselhein. Winja guanars. Usigi. Usigi quadiswada. Suchli. Sashwa. Mashajra su. Winja hasar suchli smaya da. Uhai taka. Aish winja salwata. Sushalain ha nama. Aish musa paluhu. Izila warista dacha. Habt ihr es verstanden? Wir müssen eine Person von dem Venia-Dorf retten. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Gut. Jetzt gehen wir zu guter Letzt mal hier in diese Höhle hinein von unserem Dorf. Dort ist ja auch eine Höhle und dort ist auch ein Mann, der auch mal gefangen war. Jetzt hat er auch eine Hütte. Jetzt gehen wir einfach mal schauen. Hey. Balhu Mansin. Da, Sushalhai. Swasar, Wana. Udan. Dagwatch. Tam Malshazar. Guanarch. Manu da. Laksewa. Na Malshazar. Jarta laikwa. U. Swasar. Guan. Urus. Salwaya. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. So, wir haben alles erledigt.
hier in unserem eigenen Dorf. Wir haben insgesamt 4 neue Missionen dazu bekommen. Schauen wir mal, wo die ganzen Missionen sind. Also, Roshanis Hütte. Dort können wir noch einmal verbessern. Aber wo sind die ganzen anderen? Ach, hier. Blaiman Steine. Hier unten ist jetzt nichts, oder? Nein. Da auch nichts. Wo sind die anderen Dorfmissionen? Die müssen wir auch mal langsam hier irgendwie finden. Ich bin gespannt, wo die sind. Hier oben ist eine Dorfmission und hier oben. Okay, beide sind da. Okay, und hier, Oki, der Denker. Jetzt können wir selbst überlegen, was machen wir zuallererst. Zuallererst gehen wir mal einmal kurz in unsere Höhle wieder hinein, wo mein Schlafgemach hier ist. Aber hier, gucken wir mal, Belohnungslager, weil wir brauchen ja noch Südstein und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt hier irgendwie auch kriegen. Hier, Stapel nehmen wir. Südstein nehmen wir auch. Jetzt bin ich voll. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich müsste ich jetzt alles haben. Jetzt können wir, glaube ich, auch nochmal ein Upgrade 2 starten von der einen Hütte dort hinten. Gehen wir einfach mal dorthin. So. Wo war das jetzt? Hier lang? Boah, ist das ein Dorf. Riesengroß schon. Richtig krass. So, hier ist sie. Ja. Oh, Südahorn. Wir brauchen Südahorn. Oh mein Gott. Südahorn. Das heißt, wir müssen irgendwie wieder zurück, weil wir brauchen Südahorn. Toll. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich sollte ich mir das eigentlich merken mit euch zusammen. Aber ich habe es, wenn ich ehrlich bin, wieder vergessen. Also, wir gehen nochmal zurück. Ist auch egal. Diese Folge ist speziell nur im Dorf. Und deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, hier die ganzen Gegenstände zu suchen. So, Südahorn. So, Hartholz ist da oben. Hier. An der Alderholz. Hier. Nordseder, toll. Hier aber. Hier ist es, ja. Stapel nehmen wir. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zu der Hütte und versuchen mal ein Upgrade zu starten. Ich bin gespannt. Moin, moin. Wir gehen einmal kurz hier nach unten, um dies einfach mal anzuschauen. Auch wunderschön hier mit dem Wasserfall übrigens. Also hier spielt zum Beispiel ein Kind. Geil, geil, geil. Was ist das denn hier? Ein Boot? Können wir damit fahren? Ich will unbedingt damit fahren. Tja, aber es ist leider nicht so tief. Gehen mal hier hin. Wow. Eine Abkühlung. Cool. Oh, hier, der Arme, der keine Hand mehr hat. Wie geht es dir? Palu Winjaf, Maiganis Shasta Guarvis Quawara. Ja, das ist wahr. Die gezähmten Bestien. Da brauchen wir auch noch 2 Stück. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten ansetzen, dass wir die endlich auch mal finden werden. Vielleicht werden wir einfach mal hier rumlaufen und auf die Suche gehen. Aber hier, jetzt haben wir alles. Let's go. Worauf warten wir? Verbessern wir jetzt von Roshanis Hütte Upgrade 1 zu Upgrade 2. Roshanis Hütte verbessert. Belohnung 3000 XP. So, die Hütte sieht richtig geil aus, auch hier schon alleine, also hammergeil. Mit dem Zaun einmal rum. Wir versuchen mal hier durchzugehen, ja, hier rüberspringen. Guckt euch das mal an. Ist echt schön geworden. Hier hat er sogar noch einen Hinterausgang. Hammerhart. Also mir gefällt das echt. Schön gemacht worden, ja. Ist schön. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja eben auch sogar noch was dazu bekommen bei Fähigkeiten. So, ganz unten. Was ist denn hier? Doppelte Feuerbomben. Stelle 2 Feuerbomben statt 1 im Waffenrad her. Die dafür benötigen Anzahl von Rohstoffen bleibt gleich. Das lernen wir. Was ist hier? Feuer Takedown. Oh, drücke in der Nähe eines Gegners R3, um einen Takedown einzuleiten. Drücke dann R1, um eine Feuerbombe gegen ihn zu verwenden. Lernen wir auch. Müssen wir halt nur merken, R1 können wir mal irgendwann mal ausprobieren. Du bist nicht mehr auf Tierfett angewiesen, um deine Waffen anzuzünden. Das heißt, wenn du eine Waffe
in Brand setzt, brennen automatisch alle danach ausgerüsteten Waffen. Drücke Viereck im Waffenrad, um die Flamme jederzeit zu löschen. So, wir haben jetzt auch sogar eine Trophäe bekommen, glaube ich, weil wir alles erlernt haben hier. Geiler Scheiß. So, schauen wir mal. Wie ist das jetzt hier? Wir entzünden das. Jetzt wechseln wir das mal. Was passiert jetzt? Also, wir entzünden das jetzt mal. Wechseln jetzt mal. Ah, das geht automatisch. Richtig geil. So, ausmachen. So. Wir brauchen jetzt auch kein Tierfett mehr. Hört sich auch schon mal sehr gut an. Gut, dann gehen wir mal wieder in unsere eigene Höhle wieder zurück. Oh, hier hoch. Da gehe ich fast immer hin. Also eigentlich fast nie. Einmal war ich hier oben, jetzt das zweite Mal. Schauen wir uns einfach mal die Gegend an. Wunderschön. Wie gesagt, ich bin stolz auf dieses Dorf hier, weil das war so klein am Anfang. Eigentlich nur die Höhle und jetzt sind hier so viele Hütten. Wir können die auch gerne auch mal zählen. Oder vielleicht wisst ihr das schon, wie viele das sind. Also eine ist hier. So, weiter geht's. Zweites hier. Das ist keine Hütte. Dritte ist hier, ne? Ja, dritte. Jetzt gehen wir erstmal runter. Dritte. Dort hinten. Vierte, fünfte. Oh, der trommelt hier schön. Sechste von ihm. Jetzt gehen wir hier hoch. Hier siebte. Achte. Neunte. Hier zehnte. Elfte. Zwölfte. In der Höhle die 13. Und hier drüben. 14. Das ist die 14. Bei uns selber, oh mein Gott, wohin gehe ich? 14 Stück jetzt hier draußen erstmal insgesamt. Und wie viele, beziehungsweise haben wir hier eine Hütte? Ja, eher nicht. Die zählt natürlich nicht dazu, weil da muss man halt sagen, eine Hütte muss eine geschlossene Tür haben. Und hier ist irgendwie offene Tür, ne? So, jetzt gehen wir einmal kurz hier nochmal und kontrollieren das einfach, weil wir haben ja, wie gesagt, Zeit. Seltener Rothund. Seltener Streifenwolf. Ja, die Sachen brauche ich noch. Was ist das für ein Stein hier? Fundstücke. Oha, oha. 12, 22, 22, 25, 25, 100. Geistertotem, Höhlenmalerei, Venia-Armband, Izilla-Maske und Taisha-Hand. Wir haben alle 184. Zu 184, wir sind schon fast am Ende von Frogbear Primal. Krasser Scheiß. Hier auch Waffen, alle Waffen. Was haben wir hier? Wichtige Orte haben wir auch. Gibt es hier noch was? Ne, hier nicht. Was gibt es denn hier? Oh, auch 31 haben wir alle. Krasser Scheiß, das sieht echt gut aus, wenn man alles hat. Was ist das hier? Oha, Fortschritt. Okay, da müssen wir echt noch weitermachen. Das ist aber in der nächsten Folge. Geht's weiter. Hier auch. Dorf. Dorfbaufortschritt auch haben wir alles. Nice. Was gibt's hier? Reise beendet. Das müssen wir noch machen. Gejagt und gezähmte Tiere. Warum? Drei Stück. Wartet mal, wir gucken nochmal gleich. Warum drei Stück? Kann ich jetzt eigentlich hier... Ja. Hier kann ich drücken. Warum drei Stück? Ich verstehe das hier nicht. Ich weiß, nicht verfügbar, nicht verfügbar, sind alle nicht verfügbar. Aber wir haben doch, uns fehlen doch nur zwei Tiere. Hier, zwei Stück oder nicht? Ach, da ist noch ein Fragezeichen. Okay, drei. Perfekt, dann wissen wir es auch. Drei Stück und dann haben wir auch alles. Okay, dann müssen wir halt suchen. Vielleicht finden wir noch ein Tier. Wie gesagt, Dankeschön erstmal an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt bei dieser Folge. Ich bin jetzt erstmal raus. Bleibt gesund, haut rein, tschüss und bis bald. Ciao.